Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1 mit mir, Buffel Tony. Und dieser Fail hat mich gerade so davon abgebrochen, auf die Zeit zu gucken, dass ich wirklich nicht auf die Zeit geguckt habe. Und hier ist noch Bass-Gavenger. Schnetzel, Schnetzel! Ja, Mann, endlich gibt es Gegner, die einfach so einfach sind, dass sie einem so gut wie keinen Schaden machen. So, dann kann ich hier noch ein bisschen schnetzeln. Mann, die sind echt schlecht. Scavenger, eine schöne Fleischquelle. Und da sind gleich noch mehr, das heißt noch mehr in den Kampf gehen. Ist doch super. Dann pack ihn. Inzwischen kriege ich sogar ein bisschen Schaden. Hehe. So, der andere ist da. So, her damit. Okay. Speichern wir nochmal kurz ab, weil man weiß ja nie, was hinter der nächsten Ecke lauert. Das könnte was ganz Böses sein, wie der Schattenläufer. Aber sowas hoffen wir. Sowas erhoffen wir uns natürlich nicht. So, und was ist denn das da hinten? Sieht doch mal nach was aus. Da oben ist noch eine Mole Rat. Bald nicht mehr. Like Scavenger. Verdammt! Nein! Noch mehr! Nein, nicht in die falsche Richtung! Ah, verdammt! Nein, was ist das für ein Fail gewesen? Los, greif sie an! Oh mein Gott! Jetzt kommt dieser scheiß Wolf noch, oder was? Hoffentlich nicht. Nehmen wir erstmal allen schnell ihr Zeug ab, speichern ab und verpissen uns vorerst. Mann, Mann, Mann. Aber das mit dem EP-Farm geht jetzt doch schon deutlich leichter. Dann brauchen wir jetzt noch gar nicht ins neue Lager gehen, sondern können erstmal noch ein bisschen EP farmen. Okay. Mit vollem Leben nochmal abspeichern. Denn es ist sinnvoller. Da hinten sehen wir nur noch zwei Scavenger. Die sollten auch kein Problem sein. Wie er die Waffe so beim Angriff schwingt, wenn er auf ihn zuläuft, ist schon ein bisschen lächerlich. Aber bestimmt kann man noch so irgendwas wie Sturm. Wie Sturmangriff. Sturmangriff erlernen. Aber jetzt erstmal schnetzeln wir noch ein paar Blut. Och du Scheiße, sind das viele Blutfliegen. Ja, das ist schon lächerlich. Abschießen sollte ich mal nix. Bin ich hier unsicher. Das ist eine Brücke. Oh mein Gott, ich muss husten. Schnell, auf Pause. Und wieder da. Das ging schnell. Ein paar Sekunden. Oh, warte, was war das? War da was? War da was? Jetzt könnten wir besser noch was hier oben schnetzeln gehen, wie diesen einen. Ist es nur ein Wolf? Mann, Wölfe sind immer mindestens zu zweit. Das ist nicht gut. Dann greifen wir hier unten doch besser die Blutfliegen an. Let's go! Schnell aus dem Wasser raus! Los! Ist fertig! Man, ich habe ja noch diesen verdammten Subwoofer stehen. Und mit dem sind diese Blutfliegen mit ihren tiefen Summen richtig nervig und laut. Das ist kacke, aber ich habe auch keinen Bock, den auszustellen. Das sollte ich. So, schnell noch eben ein bisschen hier das Zeug holen, das da rumliegt. Aber abspeichern. Immerhin haben wir in der Zwischenzeit doch ein bisschen Erfahrung gemacht. Ah, und ich glaube, der Wolf hat mich gesehen. Oh mein Gott, das wäre nicht gut. Oh mein Gott, wir haben beinahe das Level ab. Noch 30 Punkte. 30. Das ist nix. Das heißt, die Scavenger hier oben. Toten! Attacke! Attacke!
ey. So ganz viel auf einmal können doch schon ein bisschen Schaden machen. Also zu unterschätzen ist sie auf jeden Fall nicht, aber gut sind sie natürlich auch nicht. So, dann haben wir ein Level up und verdammte 40 Lernpunkte, Mann. Ich muss zurück ins Lager und was lernen. Es geht jetzt nicht mehr anders. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oh mein Gott, das sieht gar nicht gut aus. Das sind Snapper, oder? Das sind Snapper. Gott verdammt. Wo sind wir denn jetzt hingelaufen? Was ist das denn da hinten? Was sind das denn? 12 Orkhunde? Bin ich denn hier gelandet? Orkhunde, das klingt ja sehr schlimm. Ach du Scheiße. Dann sollten wir uns besser mal in irgendeiner Weise auf den Rückweg begeben. Wenn ich wüsste, wo ich lang muss. Irgendwo hier habe ich da noch meine Schriften. Genau. Okay, anscheinend nur mal geradeaus weiter. Aber wenn ich recht habe. Ganz genau, nur geradeaus weiter. Dann sollte ich vor dem Lager im Süden rauskommen. Das wäre gut. Und ich weiß gar nicht, soll ich nochmal zur Mine zurück? Verdammter Wolf, habe ich recht. Verdammte Wölfe hier. Aber den wollen wir jetzt nicht besiegen, weil zu zweit sind die doch schon sehr gefährlich. Zu zweit schaffe ich die nicht. Aber da ist das Lager. Ist aber auch schon gleich wieder da. Ist doch schon mal, sind doch gute Nachrichten. So, aber das hat es jetzt echt gebracht. Ich habe mir echt viel Erfahrung hier erfahren. Mit dem ganzen Töten dieser Monster. Und das ist echt, echt geil, muss man schon sagen. Aber diese Orkhunde machen mir noch, die geben mir noch zu denken. Das werde ich mir irgendwann auch nochmal angucken. Aber Orkhunde, das klingt stark. Das klingt echt stark. Deswegen besser nicht angreifen, würde ich mal sagen. Jetzt klingelt hier auch noch das Telefon, also so geht es ja mal gar nicht. Dann pausieren wir mal schnell. Okay, fertig. Aus der kurzen Pause wegen dem Telefonieren ist doch eine lange Pause geworden, wo ich noch was gegessen habe. Was zu trinken, wohl sollte ich mir auch noch dieser Folge. Oder was anderes, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wieso ich hier bin. Verdammt! Ich wollte meine Lernpunkte ausgeben. Und gab es noch einen anderen Grund? Oder weiß ich jetzt gar nicht. Ich wollte zum neuen Lager, genau. Genau, das wollte ich machen. Okay, dann werde ich jetzt erstmal gucken, wie ich meine Lernpunkte raushauen. Oh, das könnten wir doch mal glatt probieren. Jetzt nochmal Kirgo herauszufordern. Ich fordere. So, warte erstmal noch kurz was essen hier. So. So. Versuch das nicht nochmal! Juhu, ich habe ihn getroffen, aber ich habe ihm so gut wie überhaupt keinen Schaden gemacht. Also mit der Waffe komme ich auf jeden Fall noch nicht weit bei ihm. Ah, verdammt. Bei Sketty kann ich nur wetten, oder? Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Einhänder 1. Das klingt doch geil. Ich hab Lernpunkte, aber ich habe jetzt mal eben kurz keine 50 Erz, soweit ich weiß. Fehlt mir noch ein bisschen was, aber ist schon mal gut zu wissen, dann werden wir das auf jeden Fall erlernen. Sonst ist das Video jetzt auch bald zu Ende. Dann gehe ich jetzt erstmal noch zum Marktplatz in Ruhe. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Gothic 1 mit Boothmill Tony im alten Lager. Yeah, gottverdammt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört.